Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, herzlich willkommen, wir testen am heutigen Tag die Explosives Mod. Und dieser kleine Typ da hinten wird wahrscheinlich heute weggesprengt werden. Hey, Villager, dreh dich doch mal um. Hallo? Okay, wenn du dich nicht umdrehen willst, spreng ich dich halt weg. Wir starten mit der ersten Kiste. Tada! Pack TNT. Wir werden nämlich heute ganz viele... Jetzt... Nee, jetzt läufst du nicht weg. Ich hab dich gesehen. Es ist der mit dem weißen Kittel. Genau, die Explosives Mod hat ganz verschiedene, ganz viele verschiedene TNT-Arten. Und wir haben dieses traumhafte Dorf. Und das muss heute ein bisschen leiden. So, warte mal. Wo ist der eine Typ hier? Hallo? Ja, genau. Hier, ja, hier. Verdammt, wer von euch ist jetzt der Echte? Also ich bin's nicht. Der da drüben. Was meinst du? Der ist der Echte? Ja, ganz sicher. Okay, ich glaub dir. So, dann einmal Pack TNT. Test in 3, 2, 1, go! So, mal schauen. Und der kleine Villager geht erstmal looten. Das gibt's ja nicht. Okay, Pack TNT ist in Ordnung. Macht jetzt nicht den krassesten Schaden. Wir werden heute auch noch übertrieben krasse TNT-Arten testen. Ich will jetzt hier mal so zu viert. Oh, cool, lauf! Okay. Aber es ist schon ein bisschen stärker als normales TNT. So, was haben wir denn noch? Fire Blast TNT. Okay. Testen wir erstmal kurz hier vorne. Los, Fire Blast! Okay. Moin, Jungs. Ich hab hier was fürs Dorf. So, wartet. Und zick, 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 zick. Lauf, 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 lauf. Alter. Nein, meine Kisten. Stopp, stopp. Oh, die Häuser. Warte, ich brauche euch doch noch. Nein, jetzt hör auf zu brennen. Ja, sehr gut. Was ist denn hier passiert? Was mit deinem Feld passiert ist? Ja, wo ist mein Feld? Das war ich nicht. Ja, hat schon mal ganz gut geschallert. Oh, wir haben jetzt tatsächlich die eine Kiste weggesprengt. Clusterbomb. Oh ja. So, warte mal, hier ein bisschen weiter weg von den Leuten. Machen mal einen Vierer-Clusterbomb. Und... Alter, nein! Edgar! Edgar, es tut mir leid. Alles gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es ist nichts passiert. Oh, oh. Ja, die Clusterbomb. Alter, was? So viel hat die hier weggesprengt? Warte mal, ich will es mal ganz kurz ein bisschen übertreiben. Warte mal, ich mach mal hier. Oh ja, das könnte, glaube ich, ganz cool sein. Oh, guck mal. Ein Clusterbomb-Baum. Oh, nee, nee, ja, die fallen so... Die fallen... Oh, die fallen... Oh, let's go. Alter. Guckt euch diese Mondlandschaft an. Also, okay, Clusterbomb hat gut geklustert. Nein! Ach man, jetzt liegen hier die ganzen Sachen. Ja, warte mal. Ich muss mal die ganzen anderen Sachen hier kurz aufheben. Ja, warte, gib mir mal die ganzen... Ja, okay, danke, danke, danke. Ja, werden wir gleich testen. Wo sind wir stehen geblieben? Physics-Bomb. Ja. Okay, dann gib mir mal die Physics-Bomb. Gehen wir mal kurz hier vorne hin. So, hallo liebe Kühe. Guckt mal, hier ist eine Physikbombe. Was auch immer die Physikbombe macht. Die verschießt die Blöcke. Das ist ja geil. Warte mal, wenn ich jetzt hier runtergehe, müssten dann ja die Blöcke verschossen werden. Ja. Das ist eine echte... Warte mal, da will ich jetzt mal ein bisschen... Richtig viel hier stacken. Und jetzt mal gucken, wie das dann jetzt hier gleich aussieht. Oh, ich glaube, mein Minecraft stürzt ab. Krass, guck mal, und da fallen richtig... Alter! Das ist... Guck mal, auch nach da ganz hinten. Das ist ja absolut geil. Ey, jetzt mal ehrlich. Die ganzen Blöcke wurden richtig da so rausgeschossen. Und dann hat es hier ein bisschen runtergeregnet. Aktuell fast eine meiner Lieblingsbomben. So, Lightning Conductor. Was auch immer ein Lightning Konduktor ist. Kommt da jetzt ein fetter Blitz? Ja. Warte mal, kann das hier was anzünden? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber entschuldigen Sie, darf ich hier... ja, ja, warte, bleib doch mal bitte einer... Hallo, du.
Nee, du stehst da blöd. Was ist bei dir? Ja, aber Wanz, Sie, Sir. Verluten, was machst du da? Warten Sie kurz. Ich muss raus. Ja, nee, jetzt nicht da rauslaufen. Hilfe. Nein, und du auch nicht da rein? Nein, bitte nicht. Ich muss hier kurz etwas für die Wissenschaft testen. Verluten, Hilfe. Okay, wie passt... Oh! Okay. Okay, es hat funktioniert. Also das macht scheinbar auch wirklich Schaden. Was ist das eigentlich hier? Oh, sag mal, was habt ihr grausam hier gemacht? Eine Incendiary. Okay, die werde ich jetzt mal hier unten bei Ihnen testen, Sir. Oh, Skelette. Triceratops. Oh. Okay. Ist scheinbar sowas wie so eine Brandbombe, oder? Brand-TNT. Oh ja, ja, okay, ja. Es tut mir leid, Jungs. Es tut mir leid. Und jetzt die Hydrogen Bomb. Ja, warte, die hier vorne. Ja. Und go. Alter, was? Scheiße. Dann ist wirklich das ganze Dorf weg, wenn ich das hier sprenge. Ich werde es mal ausprobieren. Ich setze mal hier 4 Stück hin. So, Jungs, jetzt bin ich mal gespannt. Entweder... Oh Gott, das Spiel stürzt ab. Nein, das Spiel stürzt ab. Ja, also, das Dorf ist weg. Hallo? Nee, warte. Hier oben. Alles gut, hier ist ja noch ein bisschen was. Das ist ja perfekt. Hä? Ah, das könnte ich auch kurz erklären. Ich glaube, das ist von... Ja, ja. Weil ich spiele jetzt hier gerade auf der 12.2. Manchmal fragt ihr mich, warum ich auf bestimmten Versionen spiele, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Einerseits ist es cool, weil dann die Mods untereinander noch kompatibel sind. Weil manche Mods wurden schon längst sozusagen aufgegeben. Und die sind dann nur in früheren Versionen verfügbar. Oh, du arme kleine Kuh. Komm, ich lass dich raus. Du bist frei. Oh. Hallo. Guten Tag. Ist es deine Kuh? Ja, das ist meine Experiment-Kuh. Ah ja. Experimente, hä? Für die Wissenschaft. Das ist auch ein Experiment. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, es ruckelt. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie ein bisschen weggeschleudert worden. Ist die Kuh noch da? Hallo? Gut. Also, das hat, oh Gott. Der ganze Wald brennt. Ich habe einfach alles niedergerissen. Und das Coole ist, warum ich auch unbedingt in dieser einen Version bleiben wollte, dass ich jetzt etwas testen kann. Und zwar, ich bin hier nämlich noch Jurassic Craft und hier Spawn X. Genau, mich würde jetzt interessieren, genau, Tyrannosaurus. Moin, guten Tag. Ja, hi. Was sagst du denn zu dieser Bombe? Ja, warte kurz, warte ganz ruhig, ganz ruhig. Bleib mal bitte stehen. Hallo? Warte, ich muss schnell machen. Platzieren und zünden. Oh, der hat die Kühe. Oh, T-Rex, schläfst du? Hallo, na? Es ist Zeit aufzuwachen. Oh, warte. Da ist er ja wieder. Okay, ja, die ist einfach zu krass. Aber ich glaube zum Beispiel diese Lightning-Bombe, die wird er überleben. Ja, ja. Der ist schon ziemlich krass. Der hält viel aus. Stimmt, es gibt auch noch Schneeball-Sachen. Handcannon. Dynamit. Oh, und einen Detonator. Warte mal. Oh, er war... Oh! Okay, ich wusste nicht, dass das sofort explodiert. Ah, krass. Können wir uns damit? Ja, bestimmt. Bis nach ganz unten. Und hopp. Na, ein bisschen. Na, finde ich damit heute noch Dias. Oh, wir sind schon ganz unten. Ist hier ein Diamant? Ich muss doch hier mit einem Dia freisprengen. Ah, da sind doch... Sind das Diamanten? Obwohl, es könnte sein, dass das Modpack hier so ein paar Sachen verändert hat. Also die verschiedenen Mods. Weil Jurassic Craft verändert auch die ganzen Erze. Ich teste doch mal kurz die letzten drei. Arrow Bomb. Ja. Oh. Krass. Die Kuh hat einfach keinen Schaden bekommen. Dann Tipped Arrow Bomb. Was auch immer Tipp bedeutet. Ach, die haben dann so Effekte. Und Schneebälle. Gut, bei Schneebällen sollte eigentlich nicht viel passieren. Yay. Ah,
dann wird das richtig weihnachtlich. Das ist ganz geil. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Folge von Paluten testet Mods auf seine ganz eigene Weise. Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr vielleicht Lust habt, dass ich noch weitere Mods vorstelle, dann lasst ein Like da. Würde mich echt freuen. Schreibt auch weitere Mods in die Kommentare, die ich vielleicht mal testen soll. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei für den süßen kleinen Mini-Paluten und vieles mehr. Und dann wünsche ich euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.